Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend und herzlich willkommen bei Wissenswert. Die Welt wird zu einer Galerie. Überall auf dem Planeten, in sämtlichen Großstädten, verbreitet sich Street Art derzeit wie ein Lauffeuer. Und das mit Recht. Street Art verzaubert die Häuserwände unserer Großstädte in Leinwände und die Großstädte selbst in Museen der modernen Kunst. Und wenngleich die Kunst der Straße oft für ihren vandalistischen Charakter kritisiert wird, ist sie doch auch eine Bereicherung für unseren Alltag. Um diese aufkommende Kunstform zu feiern, haben wir heute für euch 20 Street-Art-Kunstwerke, die absolut einmalig und erstaunlich sind. Beginnen wir zunächst mit 4 Porträts. Picasso wäre sicherlich stolz auf den geometrisierten Stil dieses bunten Porträts. Dieses Porträt einer arabischen Schönheit ist die Aufmachung einer Häuserfront in Paris. Als ich dieses Porträt hier wiederum bei meinen Recherchen entdeckt habe, hielt ich es zuerst für fake. Aber dieses hyperrealistische Street-Art-Porträt eines jungen Mädchens existiert wirklich. Und zwar in New York City. Dieses Porträt hier zeigt eine alte Dame, wahrscheinlich aus der Generation der 68er, mit einer etwas verdächtigen Zigarette im Mund. Es ziert eine Häuserfassade im spanischen Barcelona. Und ebenfalls in Barcelona findet sich diese stilisierte Abbildung des Breaking Bad-Charakters Walter White. Bei diesem Anblick vergisst man beinahe, dass man eigentlich nur auf ein Eingangstor blickt. Im nächsten Abschnitt haben wir 7 weitere Street-Art-Kunstwerke, in die die Umgebung auf kreative Art und Weise mit eingebunden wurde. Hinter diesem kreativen Kunstwerk beispielsweise verbirgt sich ursprünglich ein Stromkasten und ein Rohr auf einer New Yorker Straße, aber eine zähneputzende Comicfigur ist dann doch interessanter. Und auch in dieser erstaunlichen Arbeit wurden ein paar Rohre mit eingebunden. Dieses anatomisch korrekte Kunstwerk, die Abbildung eines Herzes, befindet sich auf einem Fabrikgelände in Kroatien. Ebenso wurden in dieses Street-Art-Werk 2 Rohre, die aussehen wie die auslaufenden Enden einer Regenrinne, kreativ integriert. Es befindet sich in Lissabon, Portugal. Dieses Kunstwerk wiederum befindet sich unter einer Brücke im deutschen Karlsruhe. Besonders interessant ist hierbei vor allem die Frage, wie der Künstler diese Stelle trotz des Wassers besprayen konnte. Ebenso fragwürdig ist dies bei diesem Kunstwerk, das auf ein Schiffswrack in Hawaii gezaubert wurde. Ein beeindruckendes Werk, das implizit eine Geschichte erzählt. In dieser Umwandlung eines schwedischen Straßenschildes verarbeitet der verantwortliche Street Artist wahrscheinlich seine Liebe zur Musik. Und das auf bezaubernde Weise. Und hier sehen wir dann noch ein Street-Art-Werk auf einer Mauer in Oss in Frankreich. Der Efeubewuchs wurde aber nicht entfernt oder dergleichen, sondern kreativ ins Motiv mit aufgenommen. Die folgenden 3 Street-Art-Werke fallen nur aus einer ungewöhnlichen Perspektive auf, nämlich von oben. Da wäre einmal diese hübsch tätowierte Dame. Sie wurde auf das Dach eines Bungalows in Hongkong gemalt und ist dementsprechend riesig. Eine ähnliche Dimension hat diese Karikaturzeichnung aus Kreide. Dieser Mann schmückt einen Parkplatz im italienischen Salerno. Aus der richtigen Perspektive fotografiert, machen diese Riesengummibärchen einen dreidimensionalen Eindruck. In Wahrheit handelt es sich aber um ein Street-Art-Werk auf einer Brücke in Malta. Die letzten 6 Street-Art-Kunstwerke, die wir für euch haben, lassen sich jetzt aber nicht so einfach in eine Kategorie zusammenfassen. Aber auf jeden Fall ist ihnen allen gemein, dass sie unfassbar gut umgesetzt und außergewöhnlich kreativ sind. Dieses Street-Art-Kunstwerk beispielsweise greift ein Denkmal der Stadt Stavanger in Norwegen auf. Allein daran, wie ähnlich sich die Werke sind, erkennt man die hohe Qualität der Wandmalerei. Für das folgende Werk ist Street-Art als Bezeichnung wahrscheinlich zu bescheiden. City-Art passt hier wohl besser. Dieses Werk schmückt die Stadt Las Palmitas in Mexiko. Obwohl es auf Bali eigentlich keine Eulen gibt, hat die Form dieses Daches den verantwortlichen Street-Artist scheinbar an einen Uhu erinnert. Woher die Menschenhände kommen, ist eine andere Frage. Möglicherweise erschreckt den ein oder anderen Passanten dieses realistische Abbild der Yoda-Figur. Dieses Meisterwerk ist auf einer Garagenwand in Horsens, Dänemark. Kommen wir nun zum 2. deutschen Street-Art-Kunstwerk auf dieser Liste. Dieser Apfel ist der Street-Art-Hingucker Berlins und steigert wahrscheinlich insgeheim den Immobilienwert des Wohnhauses, auf dem er aufgetragen wurde. Ähnlich beeindruckend ist dieses Schwarz-Weiß-Kunstwerk in Mailand, das einen subtilen roten Akzent setzt. Dieses etwas makabere Street-Art-Piece wiederum befindet sich an einer Straße in Griechenland und erinnert an ein Schattenspiel. Wenn auch düster, steckt ein großer Ideenreichtum in diesem Werk. Zuletzt haben wir für euch noch dieses Street-Art-Werk aus Großbritannien, das 2 voyeuristische Jungen zeigt, die eine Dame unter der Dusche beobachten.
Nicht nur die Jungen sind großartig dargestellt, auch die Umsetzung des Duschvorhangs und des Schattens der Dame ist mehr als gelungen. Und ein Bonusfoto haben wir noch für euch. Dieses spektakuläre Streetart-Kunstwerk aus Spanien hat dort schon den ein oder anderen Passanten erschreckt. Und zwar gehörig. So, dieses Video war wahrscheinlich Beweis genug dafür, dass Streetart nicht zu unterschätzen ist. Schreibt uns mal bitte, welche Werke euch am meisten beeindruckt oder zum Schmunzeln gebracht haben. Und gibt es in eurer Gegend vielleicht auch Graffitis oder Streetart-Werke, die euch immer wieder auffallen, weil sie so genial sind? Schreibt uns das in die Kommentare und wir sagen dann mal bis zum nächsten Mal und haut rein. Peace out.